Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir uns die Fairy Box aus dem Monat Oktober an. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Box bekomme ich in Kooperation zugeschickt. Vielen, vielen Dank an das wundervolle Fairy Box Team dafür. Und ihr bekommt sie für 19,90 € zuzüglich Versand pro Box pro Monat nach Hause geliefert. 4 bis 6 Produkte befinden sich hier drin in einem Warenwert von durchschnittlich 50 €. Diesen Monat sind 60 Euro oder über 60 Euro stand hier hinten eben drauf. Und wir haben hier tierversuchsfreie Naturkosmetik drin. Lasst uns mal in diese wunderschöne Milchverpackung gleich reinschauen. Aber zuallererst ist hier auch so ein kleines Einführungswort gegeben. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Fairy Box. Gefühlt ist das ja für uns von der Fairy Box auf jeden Fall nur so verflogen. Und in diesem Monat wird sogar die Sommerzeit wieder auf Normalzeit umgestellt. Somit ist der Oktober der längste Monat des Jahres. Vielleicht nutzt du die gewonnene Zeit, um bei einer Tasse Sencha Matcha Tee die schöne Fairy Box ausgiebig zu genießen. Ich bin sehr gespannt. Matcha Tee ist nicht so ganz meine Welt, muss ich gestehen. Bin ich ehrlich, aber ja, wir gucken einfach mal, was sich jetzt hier in der Box befindet. Oh, die Box ist in der Tasche, Leute. Das finde ich cool. Ich mag solche gute Taschen. Das feiere ich. Mensch, guck mal. Jetzt habe ich... Oh, die ist richtig schön. Ich mag das Logo von der Fairy Box nämlich mega. Ein toller Einkaufsbeutel. Ist auch richtig nachhaltig, muss ich sagen. Ist das preislich aufgeführt? Also ich finde den klasse. Weiß ich nicht. Glaub nicht, oder? Doch. Eine Baumwoll-Rucksacktasche. 9,90 €. Ja gut. Ich blende euch die Preise ja sowieso mit rein. Oh, guck mal, die ist sogar mit Klett hier oben. Das finde ich auch praktisch. Und dann schauen wir mal. Wir haben hier von Bergland ein bisschen Werbung mit dabei. Von Finigrana und von Hello Simple. Das macht ja auch Sinn, ne? Wenn dann die Produkte hier drin enthalten sind. Zuallererst nehme ich aber mal den Sencha Matcha Tee raus von Arche Naturküche. Aha, japanischer Grüntee. 15 Gramm sind hier drin enthalten. Schaut so aus. Wie gesagt, ich bin nicht so der Matcha-Tee-Fan. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, das ist mir einfach zu erdig, um das mal so zu sagen. Ne? Ja, genau. Aber das, ich glaube, Matcha ist auch so ein bisschen belebend, was natürlich auch, ich bin so, ich fange nur noch Sätze an und bringe sie einfach nicht mehr zu Ende. Ich glaube, das ist eine gute Idee. nein. Also, in letzter Zeit bin ich so müde und da macht sowas tatsächlich dann auch wirklich Sinn, ne? Also, ja, definitiv ein gutes Produkt hier in der Box. Dann von Bergland haben wir die Pflegecreme Intensiv Beauty Aging. Auch das super sinnvoll. Wir haben die kalte Jahreszeit, wo die Heizung wieder läuft. Teilweise auch der Kamin bei dem einen oder anderen. Was haben wir jetzt gerade? 8 Grad haben wir es um 4:30 abends, ne? Und es ist schon kalt und dementsprechend trocknet die Haut noch mal mehr aus. Ich habe das heute gemerkt, als ich mich geschminkt habe, wie trocken meine Haut ist und dass ich gegebenenfalls jetzt bald auch wieder einen etwas reichhaltigeren Primer brauchen werde. Und da passt natürlich auch, dass wir eine reichhaltige Intensivpflege hier mit drin haben. Das macht Sinn, ne? Kann man gut gebrauchen. Und ja, ein praktisches Produkt auf jeden Fall. Dann habe ich hier was drin. Was bist du? Eine Aleppo-Seife aus Olivenöl von Finigrana. 95 Gramm sind hier drin. Das ist so ein Seifenstück und sowas finde ich auch immer sehr, sehr gut. Wir verwenden mal Stückseife, mal Flüssigseife, mal ich mische mir selber meine Seife zusammen. Seife. Kriegst du jetzt so nichts raus? Ist nämlich auch noch richtig schön verschweißt, ne? Das ist auch einfach eine sinnvolle Geschichte. Und das ist halt bei der Fairy Box immer wieder gegeben. Manchmal haben wir hier total fancy Produkte drin, wo du denkst, wie bist du denn hier reingekommen? Aber doch, sinnvolle Sachen auf jeden Fall. Genauso ist auch eine Lippenpflege sinnvoll. Oh, Zero Waste von Hello Simple 2-in-1 Lip and Blush in der Farbe Ruby Red. Das ist natürlich spannend, ne? Haben wir in so einer Papierverpackung. Sehr, sehr spannend. Oh, das ist noch... Es wurde eben geliefert, das ist noch super kalt und dementsprechend, das muss halt erstmal angewärmt werden, damit das auch hochgedrückt werden kann. Das funktioniert nämlich immer mit, das geht gerade nicht. Auf jeden Fall haben wir hier eine sehr rote Farbe und sowas kenne ich auch von manchen anderen Herstellern, dass du halt so Produkte hast, die du sowohl auf den Lippen auftragen kannst, auch, als auch dann als Cream Blush, ne? Das ist auch sehr harmonisch, das ergänzt sich dann ganz gut und finde ich toll, muss ich sagen. Auch, dass es Ruby Red ist, weil dann hast du nicht zu wenig Blush und du kannst es ja auch dezent auftragen, ne?
wenn du es nicht ganz so intensiv magst. Und das letzte Produkt hier drin ist eine Handcreme. Also wir haben dieses Mal wirklich eine sehr basic-mäßig gefüllte Box von Benecos mit Shea-Butter ist das, glaube ich, oder? Was bist du dann? Einfach Handcreme steht hier drauf. Für sensible Haut, 75 Milliliter mit Mandelöl. Na guck mal, zieht schnell ein, steht hier drauf für Happy Hands. Also das finde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr praktisch. Und wir haben hier wirklich sehr praktische Sachen diesmal drin. Also die Klassiker, ne? Eine Creme, eine Seife, ein Lippenpflegeprodukt, was du gleichzeitig auch für die Wangen verwenden kannst. Das ist dann das etwas ein bisschen fancy Produkt, eine Handcreme und ein Tee und den Beutel. Das finde ich ehrlich gesagt einfach sinnvoll. Also schreibt mir das gerne in die Kommentare. Was mögt ihr lieber? Dass man halt so Basic-Produkte drin hat in der Box, die man dann auch wirklich verwendet? Oder dass man auch mal so fancy Sachen drin hat, wo man sagt, na, da wäre ich jetzt so nicht drauf gekommen. Also ich finde, so ein bunter Mix macht es ja. Und da die Box ja monatlich erscheint, bin ich drauf gespannt, was dann im November drin ist. Ob da vielleicht etwas Ausgefalleneres drin ist oder so. Aber doch, die ist gut gefüllt, ne? Schreibt mir mal gerne eure Meinung in die Kommentare, da können wir uns gerne austauschen. Und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.